Die uns bekannte Welt existiert nicht ohne Kampf. Unsere Zivilisation wird unablässig von Kräften angegriffen, die man früher als Mächte der Hölle bezeichnet hätte. Tatsächlich sind diese Kräfte jedoch weitaus älter als das Christentum, weitaus älter als jede Religion, die ihre Spuren auf der Seele unserer Spezies hinterlassen hat. Es ist die Inkarnation des Bösen, die unsere höchsten Ziele, den Glauben an Licht und Liebe, seit Anbeginn unserer Existenz zerstören will. Doch wir wagen es nicht, dieses Böse zu benennen. Wenn wir es täten, würden wir sein Vorhandensein in unserer Welt anerkennen. Wir würden zugeben, dass seine Diener auf unseren Straßen wandeln und seine Oberherren, entartet, verdorben und hungrig nach unserem Fleisch und unserer Zerstörung, sich in den Einöden unseres Planeten versteckt halten, um auf die Vernichtung der Menschheit zu warten. Nur eine Macht steht zwischen uns und der vollständigen Auslöschung. Kriegsmagier, die ihr Leben unserem Schutz gewidmet haben. Die meisten von uns werden niemals erfahren, wie sie heißen oder auf welchen Schlachtfeldern sie ihre geheimen Kriege führen. Nie werden wir ihre Toten ehren. Aber sie sind bei uns, immer bewaffnet, wachsam und bereit, für eine bessere Zukunft zu sterben. Jericho. Man nennt sie Jericho. Sie wissen zu gut, wozu der Feind imstande ist, dass wir vor der Vernichtung unserer Spezies in den Wahnsinn gefoltert und lebendig verschlungen würden. Doch sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um uns vor solchen Grausamkeiten zu beschützen. Wenn es die Welt morgen noch gibt, wissen sie nun, warum. Jericho. Eine uralte Stadt, aufgetaucht aus dem Sand der Zeiten. In ihr wacht die Brut alles Bösen. Rolling Church Cole, den Eingang sichern. Der Rest kommt mit mir. Gibt es immer noch ein Signal vom Aufklärungsteam der Schweizer Garde? Ja, es ist zwar nahe, aber undeutlich. Ich kriege eine Menge Störungen rein. Das ist kein gutes Zeichen. Da ist noch was.